bin, sie haben ein Trophäe verdient. Spät dran. Als ich nach oben geflogen bin, boah, holla die Waldfee, das ist aber echt crazy shit gewesen. Aber man ist ja voll gewöhnt, dass wenn man nach unten drückt, der Jet nach oben fliegt und nach oben drückt, der Jet nach unten fliegt. Aber nein. Aber nein, sage ich nur. So. Schnell und Schicksal. Was machen wir denn hier? So, machen wir da mal. Suchen wir. Suche auf Mende. Wir suchen jetzt mal Menderes. Das jüngste Gericht. So, Ausrüstung. Nehmen wir die hier. Mit. Den Pornomuster hier aufsetzen, nehmen wir dann hier den Zielsucher mit und Feuermodus und ne, den Feuermodus. Ob die uns hören oder nicht, ist eh egal, die hören uns ja eh. Eine Sniper ne dürfen wir uns mitnehmen. Da würde ich sagen, wir nehmen uns. Ich mache den meisten DMG die hier gut. Dann was nehmen wir da? Variabler Zoom, ja. Magazin Erweiterung und Schalldämpfer natürlich dann gut. Hier haben wir den würde ich nicht haben. Nein. Handgranate, Rauchgranate. Semtex möchte ich. Handgranate. Nee, das da. Super. Zugangskit, ja, so wie eh und je. Und Level Start. Madam President, wir wissen jetzt, wie Menendez es geschafft hat. Es ist nun klar, dass Menendez gefasst und zu Obama gebracht werden wollte, um den Angriff zu starten. Ein trojanisches Pferd. Odysseus. Er hat Celerium benutzt und über unsere Server mit einem Virus die Infrastruktur aller unserer Militärsatelliten verseucht. Die schlechte Nachricht, er kontrolliert die Drohnen noch. Er hängt auf Kommunikationssatelliten überall auf der Welt. Was sind die Optionen? Es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir kennen die Quelle des Signals. Haiti? JSOC ist in der Luft. In 10 Minuten haben wir Boden unter den Füßen. Wann erreichen die Drohnen die anderen Städte? Bei der aktuellen Flugbahn in ebenfalls 10 Minuten. Oh mein Gott, was ist mit China? Nun, der diplomatische Kontakt stockt. Aber wie Sie sehen, Peking, Shanghai und Hongkong sind genauso bedroht wie wir. Ist es das? Ist das das Ende? Madam President, Gott steh uns bei. Genau, Gott steh uns bei. Ja, nächster Auftrag. Nächste Welle, nächste Delle und das jüngste Gericht. Westliche Küste von Haiti. Codename Section JSOD. Controller vibriert. Oh, nicht schon wieder rumfliegen. Ah. Fliegen, Männer. Hey. Okay, Section, es kann losgehen. Zuhören. Wir haben unsere Ziele. Die Übertragung ausschalten, die Drohnen steuert. Ziel: Raúl Menéndez gefangen nehmen oder töten. Ja. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier, ne? An der Gefahr entkommen, so eigentlich wie immer. Ja, raus. Eingesetzt.
So, müssen wir wahrscheinlich wieder ausweichen, den ganzen Teilen. Dann kann ich irgendwas machen, außer, ja, ausweichen muss ich. So, runter. Ja, okay. Ja, wie soll ich denn mit den Raketen ausweichen? Wie soll ich etwas ausweichen, weil ich nicht sehe, was von hinten kommt? Ja. Ich kriege die ganze Zeit Schaden von keine Ahnung was. Ich weiß aber nicht, von wo das kommt. Okay. Wolkenhimmel. Kennen wir das Level nicht irgendwo her? Nee, doch nicht, hä? Hm. Oh doch, das Level kennen wir, oder? Haha, wie geil. Lol. Unterstützungseinheit 1, das kommt doch mal in Zeitlupe. Eindämmung an der Westflanke erfolgreich. Gebäude 100. Mal gucken, ob ich immer noch gut schießen kann. Lol. Nee, ich kann es wohl nicht mehr. Was haben wir denn hier alles so? Okay. Die hinteren Einheiten sind erledigt, bevor sie aufsetzen. Die Luftabwehrlaser auf den Dächern ausschalten. Noch mehr Raketenwerfer. Luftabwehr auf den Dächern. Die Protoporen ausschalten. Fuck, ey. Ach so, das meinen die, okay. Bam. So. Erste schon mal kaputt. Jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Leben holen. Oder halt auch nicht. Wozu leben, wenn man noch sterben kann? Ja, erstmal wieder hier ins Let's Play wieder reinkommen. Meine Güte, ich war aber schon lange nicht mehr hier am Start. Ihr wisst ja, ich habe schon lange erstmal Ace of Spades aufgenommen, wie ist das halt. Kommt auch heute, oder werde ich heute auch noch aufnehmen, auf jeden Fall. Aber erst einmal hier. So. Ja, woher weiß ich bitteschön, was Gebäude 300 ist, oder? Ey. Ganz ehrlich, man weiß gar nicht, von woher überhaupt die Gegner kommen. Ich meine, ich sterbe einfach. Ich sterbe einfach. So, erstmal hier hinter verstecken und dann bam. Auf den Dächern, Gebäude 300. Verstanden. Haupttruppen unterwegs nach Süden. Ich halte sie auf dem Laufenden. So, der ist kaputt, oder? Nee, dann nicht. Doch, ist er wohl. Gut, da oben ist glaube ich noch eine Luftabwehr, oder? Ja. So. Die Luftabwehrlaser auf den Dächern ausschalten. Ja, Junge, ich bin dabei. Schrei mich doch nicht an. Immer chillig bleiben, Bruder. Da oben auch noch, okay. So. So, okay, der ist tot. Der war gar nicht getroffen, aber der L ist tot. Was haben wir denn noch da? Erstmal hier diese abholen. Wegholen, genau. So. Dank unserem Zielsucher sehen wir, wo die sind. Dann da oben das Luftgeschütz wegholen. Ihr seht da oben in diesem kleinen Schatten, da ist auch noch einer. Ob der trifft oder nicht, weiß ich nicht. Die Rakete fliegt meilenweit daneben. Ja, treffen kann ich das nicht. Wie ist das unmöglich? Sieht auch noch ein Luftgeschütz. Da auch noch und ich bin einfach am Sterben. Ah! So, das Luftgeschütz da oben ist nicht kaputt. Kann ich darauf schießen vielleicht? Nee, bringt nichts. Aber ich habe eh keine Munition mehr. So und so. So, ich möchte zoomen. Mach Mist, wollte ich gar nicht.
Der ist schon mal tot. Die Flammen nerven mich gerade ein bisschen. Haben wir noch ein paar Gegner? Wir machen den Auftrag ganz in Ruhe, Jungs. Ganz in Ruhe. So, hier sind jetzt keine Gegner mehr. Dann kann ich jetzt mittlerweile weiterrennen, hoffe ich mal. Ohne dass ich jetzt von irgendwelchen Schnipperleuten, denke ich mal, von denen gestorben bin, abgeschossen werde. Und ja, da haben wir ein Dröhnchen. Und da steht einer von hinten, ne? Wahrscheinlich eine Drohne. Da wussten wir es doch. Da wieder, irgendwo. Da. Ne, da. Scheiße! Das meinten die mit Luftabwehr. Nein! So. SE1 und 2 gehen in Position, um unseren Vormarsch zu schützen. Vorsicht beim Feuern! Nicht ablecken lassen. Wir müssen die Übertragung ausschalten und Menendez töten. Oh, nicht Telefon, ey. Ist das ein Gegner? Nein, ist er nicht. Gut, dann kann ich ja weiterrennen. Ja, ich ficken, ey. Aber der ist schon mal tot. Da sind ein paar Gegnerchen. Tot. 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 Ich sagte tot. Tot. LOL. So, ist auch schon mal tot. Hätte ich das hacken können? Weiß ich gar nicht. Egal, Interaktion, genau, so hieß das. Hier ist keiner. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal zu dem Flugzeug, ja. Und, so, weg damit. Offline, Kinetikwaffe online, Achtung, ich lasse es krachen. Gut, der gehört zu uns. Wo lang muss ich jetzt genau? Ach, hier lang. Ah, das typische. LOL. Deine Mama, ey. LOL, die wurden durch ein explodierendes Fahrzeug getötet. Fahrzeuge explodieren öfters. Babo ruft mich an. Nee. Ey, was sind denn noch unsichtbar, diese ganzen Schlawiner-Männer? Sehe ich die vielleicht hier durch? Jo. Hochgeschwindigkeitsladung, alle in Deckung! Oh, Hochgeschwindigkeitsladung. Wenn ich hier durchgucke, dann sehe ich die Gegner, das ist super. Das ist doch mal richtige Cheaterei, sag ich mal. Oder haben sie nicht aufgepasst, weil... Ja. Der Zielsucher sollte die eigentlich dann auch nicht sehen, weil das ist ja irgendwie unfair. So. Hier haben wir schon alles kaputt gemacht, oder? Ja. Hier gehe ich hoch. Oder hier? Ist auch egal. Oh. Unsichtbar. Und du bist... auch unsichtbar. Hier ist vielleicht ein Geheimmaterial. Ich weiß nicht, ich muss dahin, aber ich gehe jetzt mal extra falsch. Weil ich glaube, hier drin ist ein Geheimmaterial. Oder ist ein Sniperpunkt. Ja, sage ich doch. Eine geheime Information aufzunehmen. Genau. Wo ist es denn jetzt? Bam. Und bam. Boom, Headshot, voll in your face. So. Haben wir hier noch ein paar Babos? LOL. LOL. Oh. Jetzt wurde getroffen. Es tut so weh. Oh, mein Kopf. Au. Oh.